Und hier sehen wir schon wieder bei unser schönes Let's Play. Wir haben ja in der letzten Folge gesagt, dass wir hier noch ein bisschen was machen wollen mit den Gütern. Das machen wir auch, aber jetzt erstmal gucken, wir haben hier ziemlich viele Männchen. Was das für uns bedeutet, 39, der Zug hat eine Kapazität von, das passt. Ich würde aber gerne hier noch ein paar Güter raufbekommen. Da haben wir aber jetzt natürlich, der produziert Holz, das Eisen. Eisen könnte man gleich hier hin transportieren, aber dann fehlt Kohle und Kohle kriegen wir hier wieder nicht zusammen. Das ist immer dasselbe hier, ehrlich gesagt. Also die Karte ist eigentlich voll schlecht, voll scheiße. Aber hier werden wir noch mal gucken. Wir werden hier noch ein paar Güter abzwacken. Nach unten hin, da werden wir jetzt einfach hier mal gucken, wo hier die Industrie ist. Die ist hier hinten, das ist eh super. Dann werden wir uns einfach mal hier einklinken, hier hin. Mit einem Umschlagplatz. Ich bin jetzt überlegen, sollten wir hier einen großen oder einen kleinen. Wir machen mal einen kleinen hin, den hauen wir einfach hier hin. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Den Rest machen dann die Fahrzeuge. Da brauchen wir eine neue Linie. Und zwar ganz einfach von hier nach hier. Mehr brauchen die ja nicht fahren. Nee, mehr ist nicht. Und dann natürlich wieder zurück. Dann machen sie automatisch selbst. Das ist die Linie 6. Das heißt, wir gehen hier wieder in unser schönen Depot. Sagen, Opelblitz, komm, du gehst auf Linie 6. So. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis der Opel ein bisschen vorankommt. Kaufen den nächsten. Und sagen den nächsten dann auch wieder auf Linie 6. Aber da warten wir mal ein bisschen, bis der Minimum außerhalb der Stadt ist. Genau, soweit warten wir mal. So, er fährt aus der Stadt raus, kommt der nächste nach. Da warten wir, bis der außerhalb der Stadt ist. Dann setzen wir den gleich drauf, weil mit Güter kann man halt auch ziemlich viel Geld machen. Das muss man sich auch ein bisschen bedenken. So, wir haben hier einen ziemlich schönen Abstand, würde ich fast behaupten. So, hauen wir den raus. Ne, eigentlich wollte ich noch einen kaufen. Ich schätze mal, insgesamt 4 Stück ist wahrscheinlich angebracht. Diese Opelblitz kosten jetzt nicht die Welt, wenn man 26 kostet er immerhin auch, aber er bringt uns dann wieder viel. Und da müssen wir dann eh schauen, ob unsere ganzen Linien hier Plus machen oder Minus. Das sehen wir dann erst. Das müssen wir dann gleich schauen. Oh, hier haben wir wieder jede Menge neue Fahrzeuge dazu bekommen. Ist auch gut. Sauertischer. So, der ist auch raus. Dann machen wir noch einen einzigen neuen. Einen hauen wir noch raus. Habe ich vergessen, den Opel offen zu lassen. Der ist für Passagiere, den brauchen wir dann nicht. So, haben wir den offen, dann haben wir hier Fahrzeuge zuweisen. Da muss ich erst gucken, wann unser ist das unser Opel Blitz, ja. Dann weisen wir den noch zu auf Linie 6 und fertig. Dann beliefern wir einfach hier die zweite Stadt auch noch. Dann übernehmen wir hier auch noch die Ordnung von Rauchweiß, Krauchenweiß. Mein Auge juckt gerade ein bisschen. Gut, das hätten wir. Hier haben wir hoffentlich jetzt für die nächste Linie auch bald was. Oder auch nicht, doch ja. Linie 6, 2, passt. Zigaröl kommt an. Mal gucken, da kommt ziemlich viel raus. Jetzt werden wir mal schauen, ist der Bedarf von der Stadt schon ziemlich gedeckt oder 51 von 51, das passt, das ist gedeckt. Das heißt, wir haben ja hier hinten
Hier wartet nix. Eins doch. Wir haben jetzt hier irgendwo noch was gehabt. Hier oben. Hier haben wir auch noch Produkte. Und zwar liegen da drei für die Linie 5. Das könnten wir natürlich auch noch hier runter liefern in die Stadt. Ob ich das möchte, ist natürlich die Frage. Der fährt jetzt mal mit 4 Güter. Das heißt, der macht schon mal Gewinn. Auf alle Fälle. So, dann gucken wir mal hier in unsere alte Stadt hier. Der Zug. Was macht der jetzt? Der fährt jetzt weg. Und das läuft eigentlich hier wunderbar, muss ich sagen. Da warten 2 Leute. Wie viele warten hier oben? Nachdem der Zug natürlich wegfährt. 15 Leute, nachdem der Zug wegfährt. Da müssen wir definitiv noch schauen, dass wir hier was machen. Linie 3 erwarten auch noch viele. Hier müssen wir unbedingt die Linien ausbauen. Das werden wir jetzt, glaube ich, als nächstes in Angriff nehmen. Nachdem wir mal gucken, welche Schienenfahrzeuge wir mal ausmustern. So, Linie... Mal gucken, Linie 3, das ist eh hier oben. Die werden sowieso ausgemustert. Ist da jetzt einer gestorben oder wie sehe ich das bei Linie 3? Der wird nicht mehr angezeigt. Okay, aber die machen noch ziemlich fett Gewinne her, ne? Obwohl sie schon so alt sind. Aber wir müssen ja hier unbedingt die Route erweitern. Also ich werde hier mal sagen, der ab ins Depot und der auch ab ins Depot. So, dann würde ich sagen, pausieren wir hier mal das Spiel und bauen hier mal ein wenig um. Wir haben ja hier damals, wo wir das aufgebaut hatten, ja kein Geld gehabt. So viel weiß ich noch. So. Und dann müssen wir jetzt gucken. Wir werden jetzt bei jeder Haltestelle, wo einer ist, eine zweite noch dranfügen. Damit wir hier eine Doppelspur hier reinkriegen. Und dann müssen wir nochmal gucken, wie wir das Ganze da... Ich dachte mir, wir fahren mal hier hin. So. Hier raus, hier hin. Fahren durch das Dörflein durch. Hier runter. Da nehmen wir nichts mit, dann nehmen wir hier mal einen mit. Dann wäre es sinnvoll, wenn wir hier draußen auch noch jemanden mitnehmen, oder? Also die Stadt ist ja eigentlich ziemlich groß, ne, wenn man so sieht, aber das... Dann nehmen wir hier mal mit. Hier holen wir das auch noch mit rein. Hier nehmen wir das noch mit rein. Dann haben wir ja... Weiß nicht, fahren wir hier außen rum. Ja, hier haben wir ja eine, hier haben wir eine und hier oben wieder zurück. Da kann man hier noch eine hinhauen, bis da irgendwo ausgeht. Ja, wobei die können zu Fuß gehen. Das heißt, die muss weg. Die ist überflüssig. Das heißt, wir greifen hier eigentlich nur ein bisschen außen ab. Jetzt Linie schauen, die Linie 3. Müssen wir komplett löschen mal. So, vom Bahnhof hierhin, hier runter, hierhin, eine Kreisschleife nach oben passt. Dann sagen wir hier wieder, das hier, neue Linie. Nein, nicht neue Linie, hat einen Fehler gemacht. Linie 7 kommt gleich wieder weg. Die bestehende Linie hat ja Plus gemacht, deswegen nehmen wir die und sagen Haltestelle hinzufügen. Du fährst vom Bahnhof, hier außen rum, zu den, den. Den, den, dahin, hier außen rum. So, dann fährst du wieder Bahnhof, dann fährst du wieder hier runter. Einmal so in Kreis. So. Und die nimmst auch noch mit. Passt, dann haben wir hier so ein bisschen, aber man ist genau nimmt hier die Fischflosse. Hier vorne so ein bisschen der Kopf. Hier oben noch eine kleine Flosse, hier unten noch eine kleine Flosse. Könnte ja fast ein Fisch sein. Ein bisschen mit jeder Menge Fantasie. Was, das haben wir. Und jetzt müssen wir natürlich noch Fahrzeuge zuweisen. Auf die Linie 3. Das Depot. Fahrzeuge.
Da ist jetzt die Frage. Der kostet 11.000, kann 11 transportieren. Der ist aber dafür um einige schneller unterwegs. Dann nehmen wir den. Was ist denn das? Oh, kein Mensch. Den kaufen wir und weisen in der Linie. Was haben wir jetzt für eine Linie gehabt? 3. Passt. Dann lassen wir hier langsam anlaufen wieder. Dann sagen wir, neues Fahrzeug kaufen. Den Sauber haben wir gehabt. Kaufen. Und den tun wir dann der Linie 3 zuweisen wieder. Nein, warum Linie? Ich werde das da unten zuweisen, das sieht man da schön. Da warten wir, bis der ein bisschen vorgefahren ist. Da können wir ja ruhig einen schneller machen eigentlich. So, Linie 3. Wenn der den ersten abgeholt hat, geht der Linie 3. Kaufen wir einen neuen. Wenn der soweit ist, geht der auch Linie 3. Ich glaube, da kann man ein bisschen länger warten, damit wir nicht so viel Geld verlieren, weil die sind eh generell schnell unterwegs. So, jetzt ist der, dann fahrt mal weiter. Wenn der hinten verschwindet, da, dann kann man den nächsten dazulegen. Kaufen wir den. Also der Benz ist dann ja wieder der falsche. So, Linie 3 sind wir wieder. Da müssen wir halt immer bis erwarten. Ich weiß, man kann alle zugleich rausschicken. Will ich auch nicht machen, denn das dauert ewig, bis die sich selbst da irgendwie auseinanderfinden. Das muss ich ehrlich gestehen. Das dauert wirklich ewig. Das wird der ein oder andere auch wissen. Und deswegen mache ich das auch so nicht. So, und ich warte hier bewusst noch ein bisschen länger, damit wir den Abstand erhöhen. Damit wir am Anfang ja nicht so viele auf einem Platz haben. Ich möchte am Anfang auch nicht so viele kaufen, sondern schon ein bisschen drauf achten, wie viel wir kaufen. Wir haben 50 Millionen, aber man muss ja nicht spenden mit dem Geld, auch wenn man es hat, oder? Wir haben eigentlich noch nicht viel gebaut, wir haben jetzt nur eine Zugstrecke und ein bisschen Güterverkehr und machen eigentlich durchgehend immer nur Plus, was ich echt cool finde. Echt der Hammer, was wir hier so produzieren an Geld. So, jetzt machen wir weiter da, du. Mach mal hin, ey, komm. Ich habe mir nicht ewig Zeit, dir dazu zu schauen, wie du fährst. Aber ich möchte das geordnet haben. Und nur wenn man Ordnung hat, hat man dann zum Schluss auch wirklich Gewinn. So. Dann kommt hier noch einer. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt rum sind. Der ist jetzt mittlerweile schon... Da ist einer. Das heißt, der fährt eh schon hier rauf. Kaufen wir noch einen. Jetzt warten wir mal, der fährt hier gerade entlang. Wenn der wieder hier ist, irgendwo, kaufen wir den nächsten. Braucht er ein bisschen? So, der fährt schon wieder zurück, oder? Genau. So, das müsste sich dann eh eigentlich fast schön ausgehen mit einen einzigen noch. Auf Linie 3 zu. Er hat noch eine Haltestelle, das sollte sich genau ausgehen. Wir haben hier einen Takt von 109 Sekunden. Warum haben wir hier einen Verkehrten drin? Du Freundin, ab ins Depot. Der hat hier nichts zu suchen, keine Ahnung, wo der sich reingeschlichen hat. Ich glaube, ich habe den vergessen zu verkaufen. Na egal, dann weiß man den nochmal zu auf Linie 3, oder? Genau, passt. So, haben wir einen mehr, dann sollte das passen. So, Linie 4 macht Minus, weil... Warum macht Linie 4 Minus? Da gucken wir mal. Fährst du mit Beladung oder ohne? Du fährst ohne Beladung. Und das machst du, weil... Hier für Linie 5... Was ist aber nicht für Linie 4? Weil der anscheinend zu wenig Rohstoff bekommt. Ne, wartet mal. Linie 4 fährt der. Achso, das ist ja der. Wartet 1.
Wir wollen nicht ausbauen. Warum wollt ihr nicht ausbauen, weil die Anfrage nicht so hoch ist? Linie 4 haben wir 4 Fahrzeuge. Das heißt, wir müssen Linie 4 noch, ich trau mich mal sagen, 2 Fahrzeuge hinzufügen. Mal gucken, welche wir hatten. Das sind die Opel Blitz, oder? Ja. Und den sagen wir, du fährst auf Linie 4, hopp hopp, hau raus. Und dann weisen wir aber noch einen zu auf Linie 4. Dann sollten wir vielleicht ins Plus kommen und das auch schaffen. So, der fährt jetzt hier. Hoffentlich pendelt sich das schön ein, da. Noch ein Opel Blitz. Und dich haben wir auch raus auf Linie 4, wenn der ein bisschen weiter ist hier. Und hoffen, dass das wirklich gut zusammenpasst von den Taktfrequenzen dann her. Dich haben wir jetzt auch auf Linie 4. 69, 68, das ist mal ein guter Wert. Jetzt mal nochmal gucken, was haben wir noch für eine Linie, die Minus macht, die Türkise. Die befördert hier die Kohle. Da wartet 1. Die Kohle hierauf. Okay, das heißt, da könnten wir auch noch was machen mit der Linie 5. Linie 5 sind auch Opel. Den haben wir raus auf Linie 5. Dass wir die Taktzeit hier ein bisschen runterkriegen noch. Einen haben wir noch raus. Da warten wir jetzt wieder ein bisschen. Jetzt fahren hier noch ein paar vorbei. Die zwei, weiß nicht, wo die hingehören. Aber hier hatten wir einen ziemlich großen Abstand drin zwischen den zwei. Naja. So, hier kommen wieder zwei. Ich weiß nur nicht, wo die hingehören. Zikra ist hier einer. Das ist Öl. Das passt. Der ist die Fünfer. Das Depot ist da oben. Das heißt, den lassen wir jetzt ein bisschen fahren. Wenn der gefahren ist, ein Stückchen, hauen wir hier noch einen neuen rein. Für die Linie 5 und reduzieren den Takt auf 67. Ich glaube, damit kann man leben, wenn wir hier schauen, unsere Linie 1 produziert 2,25 Millionen. Unser Öl produziert 1,83 Millionen. Also wir sind momentan auf dem besten Weg, reich zu werden. Aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass hier die Leute schrumpfen, die wir transportieren. Also nee, das war leider der Zug hier, gerade weggefahren ist. Hier müssen wir darauf achten, der Zug ist ja nicht voll passt. Was wir brauchen ist hier oben auf alle Fälle Güter. Wir müssen hier mit Güter rauf. Wir haben jetzt die Stadt mit Güter versorgt. Die ist aber schon voll ausgenutzt mit Güter. Also die brauchen nicht viel mehr. Das heißt, wir müssen gucken, wo haben wir jetzt noch Güter in Überschuss. Hier kommen ja auch Güter raus. Der geht Güter abholen. Schätze ich mal. Oder was machen denn die jetzt? Der bringt und der holt, oder? Ja. Passt. Der nimmt den einen mit, genau. Kriegt 29.000. Das passt perfekt. Der hier, ja, weiß ich nicht, ob die noch ausbauen werden. Da müssen wir die Linie, müssen wir ein Auge behalten, ob die noch Plus macht oder nicht mehr. Was wir aber definitiv schauen müssen, ist, wir können hier Holz. Wir müssen hier noch irgendwas zusammenbekommen. Braucht. Das ist Öl. Erz. Da haben wir wieder keine Kohle in der Nähe, gell? Wo werden da die nächste Kohle? Hier oben. Ja, das ist natürlich alles wieder extrem weit hier. Holz. Mit Holz können wir hier überhaupt gar nichts anfangen, weil wir haben ja nirgends ein Holzwerk, oder? Da wäre eins. Da wäre auch eins.
Also, ja, die Map ist ja gut generiert. Hier zwei Holzwerke nebeneinander, das. Ne. Das heißt, wir können hier Holz nehmen, hier hinfahren und hier runter. Aber das möchte ich gar nicht. Ich möchte mal auf dieser Seite bleiben und hier mal gucken, was wir hier machen können. Erz hier rauf ist kein Problem, aber. Problem besteht. Öl haben wir hier. Kohle haben wir hier. Das heißt, wir müssen die Kohle von hier nach hier transportieren. Da wäre es aber, ich glaube, geschickter, wenn wir die Kohle von hier nach unten transportieren. Na, wobei, von hier nach hier ist wahrscheinlich gleich weit. Das wäre noch ein Großprojekt, was wir machen könnten. Da würde ich aber. Wir brauchen Alice. Sprengen 51. Ob wir nicht wirklich einfach drei, vier Leute von hier nach oben schicken in die Stadt. Das werden wir, ich glaube, auch in Angriff nehmen. Da muss man halt nur gucken. Wir bräuchten hier eine Linie hoch. Das wär's. Hier andocken, so, zack, rüber. So, jetzt mal gucken. Wir müssen von hier eine Linie. Nein. So, das passt. Nein, Brücke brauchen wir keine, wir brauchen nur eine Linie. Hier dran, zack. So, wohin fährt ihr? Hallo. Du bist meiner Meinung nach hier ziemlich falsch. Genau, ganz deiner Meinung. Aber dann könnte man hergehen und sagen, wir machen hier einen Umschlagplatz irgendwo noch hin. Da, wo wir es auch brauchen. Das ist perfekt. Wir haben hier gleich die Industrie. Das heißt, wir haben den Umschlagplatz. So. Gleich hier hin. Dann haben wir auch nicht weit zu laufen mit unseren Fahrzeugen. Und sagen jetzt neue Linie und hier kriegen wir Endprodukt raus, ja. Gucken wir mal auf die Uhrzeit. Das geht sich noch aus. Die Linie bauen wir noch. Neue Linie geht von hier nach hier. Mehr braucht die Linie momentan nicht tun. Nein, mehr macht sie nicht. Gut. Ich weiß nicht, wie das ist, ob wir hier das Holz zwischendrin könnten, aber keine Ahnung. So, das ist Linie 7. Dann müssen wir sagen, auf Linie 7 brauchen wir Fahrzeuge. Das heißt, wir haben ja hier auch irgendwo ein Depot. Wo ist das? Hier. Du wirst verkauft, die braucht keiner. Da hauen wir jetzt Opel Blitz. Nein, nein, nein. Der kostet 26, der kostet 20. Okay, da haben wir jetzt keine Wahl. Der kostet 26. Ja, hauen wir einen Opel Blitz drauf und du fährst auf die Route schwarz. Das ist dann Linie 7. Genau. Dann haben wir uns noch einen Opel Blitz drauf. Der braucht nicht oft fahren, aber. Da haben wir uns zwei drauf. Dann geht das ein bisschen schneller und die Stadt wird auch ein bisschen beliefert, ne? Und vielleicht kriegen wir auch das irgendwie. Schau, er liefert eh schon selbst. Das werden wir natürlich abnehmen, deswegen hauen wir da. Ja, wie viel hauen wir denn drauf? Das ist die Frage. Hauen wir zwei ein? Drei hauen wir drauf. Schauen wir nur, bis der ungefähr hier oben bei der Ecke ist. Hier oben muss er sein. Dann hauen wir den nächsten raus. Und wir machen immer noch schön Plus, also das gefällt mir. Wir haben ein kleines Städtchen, aber wir machen ziemlich viel Plus und können dann später für die großen Aufgaben, wenn wir mal alles monetarisieren, ja. Ich hab's ein bisschen modernisieren. So, jetzt haben wir's. Modernisieren. Können wir dann alles ganz einfach aus dem FF rauskaufen. Ohne dass wir überhaupt nachdenken müssen, was wir tun müssen oder sonstiges.
Und das finde ich auch cool daran, dass wir das dann alles machen können. Und ihr seht hier fern schon Autos. Ob das jetzt positiv ist, ist eine andere Frage. Weil das sind alles unsere Kunden eigentlich, die uns abhauen durch den Zug. Aber es kann auch durchaus sein, dass die abhauen, weil wir beim Zug zu langsam sind. Vielleicht sollten wir da auch noch was machen beim Zug. Da muss ich dann mal gucken, ob wir da bei der Taktzeit was ändern sollten oder nicht. Also ich hoffe, dass der jetzt da was abholt für unten, weil der liefert ja hier per Hand. Das ist ein Trottel. Deswegen hoffe ich jetzt wirklich, dass der was abholt. Und wenn der oben bei der Kurve ist, schicken wir den nächsten los. So, komm, gib Gummi. Das ist ein Opel, also gib Gas, ey. Das ist ein Blitz-Opel. Ein Opel mit Popel hast du. Gut, und den haben wir jetzt raus auf Linie 7. Zack. Und fertig. Dann haben wir hier mal das so weit weg. Wir haben eine Taktzeit auf der Linie 7 von 89 Sekunden. Das können wir lassen. Bereitet dir was vor. Linie 7.1. Sehr gut. Wir machen Linie 4 noch immer gewaltig minus. Linie 5 auch. Also, ob sich das rentiert hier? Entweder die Taktzeit passt nicht, oder hau mal Linie 4 noch was mit drauf. Wo haben wir Linie 4 dann? Da haben wir noch ein Opel drauf. Den schicken wir hier auf Linie 4. Dann hauen wir die Taktzeit noch ein bisschen runter. Und Linie 5 haben wir auch noch einen drauf. Und gucken wir mal, ob sich da was tut, oder sonst müssen wir andere Strategie verfolgen. Also man, der Verlust hier ist jetzt nicht schlimm, das ist mir relativ egal. Die Züge haben einen Takt von 3 Minuten, das ist mir noch ein bisschen hoch. Die 3 Minuten möchte ich noch runterkriegen, mindestens auf 2 Minuten. Da müssen wir uns überlegen, entweder wir bauen zwei Züge ein, also noch einen dritten Zug, weil wir jetzt fahren wir hier schon ziemlich viele Autos. Und da muss ich sagen, je mehr Autos fahren, desto mehr Leute verlieren wir. Bei den Zügen, das ist logisch. Das heißt, da wäre die Möglichkeit, dass wir noch einen Zug reinhauen. Einen dritten. So. Soweit habe ich das, ich glaube, mit den Signalen mittlerweile auch verstanden, wie das abläuft. Dann gucken wir mal hier Signale. Dann nehmen wir jetzt trotzdem das. Ich weiß nicht, wie das andere funktioniert genau. Man muss immer auf der Seite, wo man fährt, also rechts, da muss das Schild nach rechts schauen. Und auf der anderen Seite, wenn man von der anderen Seite fährt, natürlich in die gegengesetzte Richtung. So. Wenn der Abschnitt frei ist, kann man hier neu platzieren. Dann machen wir jetzt ein paar Abschnitte rein. Und Tunnel haben wir auch noch hier rein. So. Nach dem Tunnel auch noch mindestens ein Abschnitt. Und da können noch mehr rein. Also dann haben wir ein paar Abschnitte. Also ne, hier ist ja ein Abschnitt. Weil hier muss noch einer rein. Oder zwei sogar. Ja, eigentlich müsste einer reichen. Zug im Weg, aha. Was juckt mich der Zug? Der soll verschwinden. Ich arbeite hier. Der kann benehmen. Gut, dann würde ich aber sagen, das war's mal mit der Folge. Wir haben jetzt 60 Millionen. Sehr gut. Ich werde offline ein bisschen durchstudieren, was wir in der nächsten Folge machen werden. Und da sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao, Leute.